Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu einem neuen Slow Flow mit mir. In dieser Yoga-Sequenz machen wir alles schön langsam, ganz genüsslich und sinnlich, spüren in alle Bereiche des Körpers hinein und dehnen alles tief durch. Du brauchst nichts weiter, nur dich und deine Matte. Und wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte und dein Wasser und lass uns beginnen. Wir beginnen in Tadasana am Anfang der Matte. Großzehbein, Kleinzehbein und Ferse pressen fest in den Boden. Schließ hier für einen Moment deine Augen und finde deine Mitte. Wenn du magst, leg eine Hand auf deinen Bauch und die andere auf dein Herz. Und nimm dir einen Moment Zeit, um dich mit dir selbst, mit deinem Atem und mit deinem Körper zu verbinden. Finde eine Absicht für diese Praxis. Vielleicht eine Affirmation oder etwas anderes, das, was jetzt gerade mit deiner Seele resoniert, was du heute in dieser Praxis manifestieren möchtest, was du für dich realisieren möchtest. Und dann löse deine Hände. Atme tief ein über die Seiten zu Urdhvasthasana, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Mit dem Ausatmen falte nach vorne, bleib hier. Lass deine Knie weich, mach deinen Rücken ganz lang. Wenn du magst, greif deine Ellenbogen, schwing hier leicht von links nach rechts, lass dein Kopf schwer sein. Lass dein Kopf auspendeln von links nach rechts. Und dann komm langsam mit einem Einatmen Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Noch einmal so, atme tief ein über die Seiten zu Urdhvasthasana. Und ausatmen, falte wieder ganz weich nach vorne. Knie weich, Rücken weich, Kopf ist schwer. Lass deinen Kopf wieder auspendeln, dreh deinen Kopf von links nach rechts. Wenn du magst, wander mit deinen Fingerspitzen einmal rüber auf die linke Seite oder rüber auf die rechte Seite. Das, was sich jetzt gerade für dich gut anfühlt. Und dann komm wieder langsam mit deinem Einatmen, ganz, ganz langsam. Wirbel für Wirbel nach oben, Kopf zuletzt. Ein letztes Mal, atme tief ein zu Urdhvasthasana. Ausatmen, falte nach vorne, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Wenn du möchtest, greife die Hände hinter deinem Rücken und öffne deine Schultern nach vorne. Lass deinen Kopf weiterhin schwer sein.
dann löse deine Hände. Lass deine Hände auf der Matte landen und wander mit deinen Händen nach vorne und finde Adho Mukha Svanasana, deinen herabschauenden Hund. Lass hier auch gerne deine Knie weich und mach deinen Rücken ganz lang. Beweg dich leicht von links nach rechts, das, was sich jetzt gerade für deinen Körper gut anfühlt. Ein paar langsame, entspannte Spinal Waves, um hier warm zu werden. Mit dem Einatmen mach eine große Welle nach vorne. Mit dem Ausatmen wieder zurück in Adho Mukha Svanasana. Einatmen vor, Welle zu, Dandasana. Ausatmen, zurück zu Adho Mukha. Noch einmal so einatmen, große Welle zu Dandasana. Ausatmen, zurück in Adho Mukha Svanasana. Und dann wander mit seinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Zu Uttanasana. Mach hier wieder deine Knie weich, Rücken weich, lass deinen Kopf auspendeln. Und komm wieder langsam mit einem Einatmen Wirbel für Wirbel nach oben. Leg noch einmal deine Hand auf deinen Bauch und die andere auf deinen Brustkorb. Nimm dir noch einen Moment Zeit, um dich mit dir selbst zu verbinden. Und dann löse deine Hände, stehe wieder fest in Tadasana. Und von hier verlage dein Gewicht auf dein rechtes Bein und zieh dein linkes Knie fest zu dir hoch. Nimm dir einen Moment Zeit, hier deine Balance zu finden. Greife dein linkes Knie mit der rechten Hand und mit deinem nächsten Ausatmen öffne dich nach hinten mit links und schau nach hinten an deinen linken Fingerspitzen vorbei. Ekapada Tadasana Twist. Komm wieder zurück zur Mitte, halte dein linkes Knie weiterhin aus der Kraft deines Beines oben und lass beide Hände einmal zur Decke ziehen. Mit dem Ausatmen step mit dem linken Fuß nach hinten zu Virabhadrasana 1, Krieger 1, rechtes Knie ist vorne über dem Sprunggelenk. Linke Ferse zieht aktiv nach hinten, linkes Bein ist aktiv, Oberschenkel aktiv, Kniescheibe zieht leicht nach oben. Deine Hüfte ist frontal ausgerichtet zum kurzen Mattenende. Lass deine Finger weiterhin nach oben streben, wenn du magst. Schau zwischen deinen Händen nach oben zur Decke. Atme tief.
Von hier lass deine Hände vorne auf die Matte absinken. Verlage dein Gewicht wieder auf dein rechtes Bein und zieh deinen linken Fuß hinten so weit hoch in die Höhe wie möglich für deinen stehenden Spagat. Bleib hier auch ganz weich, ohne große Anstrengung, wenn es sich gut anfühlt, etwas mehr Spannung aufzubauen in seinem linken Bein. Tu das, wenn du das nicht möchtest. Kannst du auch gerne dein linkes parallel zum Boden lassen, das, was jetzt gerade für dich gut ist. Lass deinen linken Fuß zu deinem rechten kommen. Bleib hier wieder vorne in Uttanasana, ganz weich, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Dann komm langsam mit einem Einatmen Wirbel für Wirbel wieder hoch zum Stehen. Von hier verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und zieh dein rechtes Knie ganz, ganz fest zu dir hoch. Finde hier einen Moment der Balance. Halte dein rechtes Knie mit der linken Hand weiterhin fest. Mit deinem nächsten Ausatmen öffne sich nach hinten mit rechts. Ekapadatalasana Twist. Schau nach hinten an seinen rechten Fingerspitzen vorbei. Komm wieder zurück nach vorne, halt dein rechtes Knie aus eigener Kraft oben und lass deine Fingerspitzen einmal zur Decke ziehen. Und dann step mit dem rechten Fuß nach hinten zu Virabhadrasana 1, Krieger 1, linkes Knie ist vorne über dem Sprunggelenk, rechte Ferse zieht aktiv nach hinten, Hüfte ist frontal ausgerichtet. Rechtes Bein ist aktiv, auch wenn es gerade nicht so viel Gewicht trägt. Fingerspitzen ziehen nach oben, wenn du magst. Schau oben zwischen deinen Händen zur Decke. Und dann lass deine Hände wieder auf der Matte landen, verlage dein Gewicht auf dein linkes Bein und lass deinen rechten Fuß hinten hochziehen für deinen stehenden Spagat, so sehr wie es heute für dich gerade gut ist. Wenn du dein rechtes Bein einfach parallel zum Boden halten möchtest, ist das auch völlig fein. Mach das, was für dich heute richtig ist. Dann lass deinen rechten Fuß wieder vorne beim linken landen in Uttanasana. Mach dich ganz weich, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Lass deinen Kopf wieder schwer sein, schwing leicht von links nach rechts. Schüttel deinen Kopf aus, nein, nein, ja, ja.
Lass deine Hände auf der Matte landen und wander mit deinen Füßen wieder nach hinten zu Adho Mukha Svanasana, deinen herabschauenden Hund. Lass gerne deine Knie wieder weich, mach deinen Rücken lang, schwing leicht von links nach rechts. Lass deine Knie auf dem Boden absinken und leg dich ab in Balasana, deinem Kind. Wenn du möchtest, bring deine Knie auseinander, dass sich deine Zehenspitzen hinten noch berühren, und leg dich zwischen deinen Beinen ab. Lass deine Arme in die Matte schmelzen. Lass deinen Kopf schwer sein. Spüre, wie du von der Schwerkraft nach unten gezogen wirst. Wenn du soweit bist, finde wieder Adho Mukha Svanasana, seinen herabschauenden Hund. Von hier steppe mit deinem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände und bring dein linkes Knie hinten zum Boden für Anjaneyasana. Mach hier, was du möchtest. Lass gerne die Hände auf deinem Knie. Mit dem Ausatmen schieb deine Hüften ein kleines bisschen weiter runter. Wenn du magst, lass deine Fingerspitzen zur Decke streben. Mach das so, wie sich das jetzt gerade für dich richtig anfühlt. Lass deine Hände wieder auf der Matte landen und verlage dein Gewicht nach hinten und komm in Adha Hanumanasana, seinen halben Affen. Rechtes Bein ist gestreckt. Bleib hier einen Moment, spür in deine Hüften hinein, schwing leicht von links nach rechts. Wenn du deine Dehnung intensivieren möchtest, aktiviere dein rechtes Bein, lass deine Fußspitzen nach oben zur Decke ziehen. Komm langsam wieder zurück nach vorne und finde wieder Adho Mukha Svanasana, seinen herabschauenden Hund. Knie weich, Rücken weich, lass dein Kopf schwer sein, schwing leicht von links nach rechts. Und dann stepp deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände für Anjaneyasana auf der anderen Seite. Lass dein rechtes Knie hinten die Matte finden. Bring erstmal beide Hände auf dein linkes Knie. Spür in deine Hüften hinein. Und wenn du magst, lass deine Fingerspitzen nach oben zur Decke ziehen.
das, was sich jetzt gerade für dich richtig anfühlt. Lass deine Hände wieder auf der Matte landen und verlage dein Gewicht nach hinten in Adha Hanumanasana. Linkes Bein ist gestreckt. Wenn du möchtest, aktiviere dein linkes Bein, lass deine linken Fußspitzen zur Decke ziehen. Und dann komm langsam wieder zurück nach vorne und finde wieder Adho Mukha Svanasana, deinen herabschauenden Hund. Von hier mach noch einmal eine große Welle nach vorne zu Dandasana. Ausatmen, zurück zu Adho Mukha Svanasana. Noch zweimal einatmen, große Welle nach vorne. Aus, zurück. Letztes Mal einatmen, große Welle nach vorne. Und aus, zurück. Von hier. Lass deine Knie zum Boden absinken und finde Sukhasana, deinen aufrechten, geraden Sitz. Schließ hier für einen Moment deine Augen, lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Spüre deinen Körper und spüre die Energie deines Körpers, die du freigesetzt hast. Spüre, wo du jetzt mehr Raum hast, wo du weich geworden bist. Bring deine Handflächen zueinander, Sanjali Mudra. Und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herz, für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schön, dass du dabei geblieben bist. Ich hoffe, diese Klasse hat dir Freude bereitet und du fühlst dich jetzt in deinem Körper gut. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um diesen Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft meinem Kanal dabei zu wachsen und hilft mir dabei, weiterhin kostenlosen Content für euch zu erstellen.
Ich freue mich, dass du heute mit mir geübt hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.